Berlin, Tag und Nacht. Was geht bei Connor und Miller? Was ist denn da los bei Berlin, Tag und Nacht? Connor scheint ein Auge auf Miller geworfen zu haben. Nicht nur zwischen Dean und Olivia und Mike und Kim bahnt sich etwas an, wie es scheint. Eigentlich könnten Connor und Tony nicht glücklicher zusammen sein, die beiden sind verliebt. Wohnen inzwischen sogar zusammen. Doch dann macht ihnen ausgerechnet Tonys Cousine Miller einen Strich durch die Rechnung. Berlin, Tag und Nacht. Was geht bei Connor und Miller? Wie im Anschluss an die BTN-Freitagsfolge in der Vorschau für die kommende Woche zu sehen ist, taucht Miller in einem wenig der Fantasie über Lars Sendenkleid in Connors und Tonys WG auf. Connor, der die Tür öffnet, kann seine Augen nicht von der Cousine seiner Freundin abwenden. Zieht sie förmlich mit seinen Blicken aus, als sie an ihm vorbei durch den Flur geht und in einem der Zimmer verschwindet. Millers Auftritt ist nicht ohne Folgen. Später erwischt Tony ihren Freund mit einem erregierten Penis und stellt ihn verschmitzt zur Rede. Ob sein Zustand daran liegt, dass er an ihre Cousine denke? Mehr zu der Thematik ist nicht in der Vorschau zu sehen. Allerdings dürfte Connors Begeisterung für Miller nicht einfach von einem auf den anderen Tag abflauen und hätte damit das Potenzial, seine Beziehung zu belasten. Ob Miller von alledem etwas mitbekommt? Bislang hat sie Connor lediglich als Freund von Tony und damit als Tabuzone wahrgenommen. Wird sich das ändern? So oder so, es bleibt spannend bei Berlin, Tag und Nacht.